Ja, moin, hier ist wieder Thorsten aus Weiß nichts Welt und heute geht es mal um das Thema, wird der Strom günstiger oder nicht? Und zwar, Hintergrund zu diesem Video ist, in letzter Zeit habe ich ganz oft Kommentare gesehen unter Videos zu PV und, wo dann stand, ja, das lohnt sich alles gar nicht mehr, weil der Strom wird ja billiger, die EEG-Umlage fällt ja demnächst weg und. Und ich glaube, da sind einige Leute wirklich auf einem, naja, wollen wir mal so sagen, leicht falschen Dampfer. Deswegen heute mal so ein bisschen dieses Video. Und zwar, also, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe mir in letzter Zeit öfter mal Sachen zu diesem Thema angeguckt und habe die interessantesten Ideen gefunden, wie Leute da argumentieren, dass der Strom ja nicht so viel, dass der Strom ja billiger werden müsste und. Also erstmal ein Irrglaube vorweg. Der Irrglaube ist, wir haben ja im Moment die gedeckelte EEG, das heißt, der EEG-Anteil im Strom ist auf 6,5 Cent gedeckelt. Nun überschätzen die Leute sowieso schon mal diesen Anteil an EEG im Strompreis. Also wenn ihr wissen, was wir so bei 30 Cent bezahlen, dann ist das ja nur so ein Viertel, Fünftel oder so. Und selbst wenn das also ganz wegfällt, kann der Strom ja gar nicht so viel billiger werden. Aber es kommt noch ein bisschen was dazu. Und zwar, wir sind also jetzt auf 6,5 gedeckelt und viele denken, dass 2022 das wegfällt. Das ist aber gar nie beschlossen worden eigentlich. Beschlossen worden oder eigentlich angedacht war, dass der EEG langfristig, also innerhalb der nächsten 3 Jahre irgendwann mal wegfällt. Aber wie es in der Politik so üblich ist, wurde damit so hausiert, dass man also fast davon ausging, das wäre jetzt ab nächsten Jahr schon so. Ab nächsten Jahr ist es aber so, dass also offiziell zumindest nur von 6,5 auf 6 Cent gedeckelt werden soll. Also gerade mal ein halbes Cent im Strompreis. Gut. Das heißt, dieses halbe Cent, das würden wir ja nun mal fast nicht merken. Und nun gibt es im Moment also eine ganz interessante Situation im Strommarkt. Und zwar, wir hatten dieses Jahr relativ weniger Windkraft. Und dadurch wurde ja mehr Kohlestrom eingespeist. Und Kohlestrom braucht CO2-Zertifikate. Und obwohl die Erzeuger von Kohlestrom eigentlich jede Menge CO2-Zertifikate aufgekauft haben, zumindest hat RWE das gemacht, steigt der Preis halt munter an der Börse hoch. Und zwar habe ich das mal hier, ich will das mal ganz kurz aufrufen für euch, damit ihr das mal seht, wie sich der Strompreis jetzt entwickelt hat an der Börse. Moment, da ist es. Und zwar, das könnt ihr selber sehen, das ist die Seite bricklebrit.de. Das ist jetzt hier die Zeit vom 1. Januar 2021 bis September 2022. Also was schon mal direkt auffällt. Also wie gesagt, Januar 21 bis September, bis jetzt heute September 21. Was auffällt ist, dass wir also hier nochmal im April nochmal ganz kurz Minuspreise hatten und da war noch einmal ganz kurz unter Null. Danach war das Thema vorbei und der Preis kennt nur eine Richtung, aufwärts. Wir sind hier also in der Spitze schon bei 170 Euro pro Megawattstunde. Das wäre also pro Kilowattstunde dann 17 Cent. So, und nun aufgrund dieser Tatsachen ist ja logisch, dass wenn das vorher mal irgendwann hier bei 4, 5 Cent waren oder so, oder 6 Cent waren, ist ja klar, dass diese 11 Cent irgendwo hin müssen. Und gab es so ganz besonders schlaue Rechner, die haben dann vorgerechnet, das habe ich also auch im Internet gefunden, das wäre alles gar nicht so schlimm, weil der Strompreis macht ja nur ein Viertel des Gesamtpreises aus. Wenn der Strompreis also um Faktor 3 steigt, würde das ja im Prinzip ja gar nicht so viel ausmachen, weil das ja nur ein Viertel des Gesamtpreises ist. Ja, liebe Freunde der Taschenspielermathematik, das ist natürlich Quatsch. Denn es ist ja ganz logisch, wenn da die Cents, die müssen ja irgendwo herkommen. Also dann ist das eben nicht mehr ein Viertel, sondern plötzlich ein Drittel oder die Hälfte des Strompreises. Und dann kommt dazu, dass so Steuern wie Mehrwertsteuer, dass die seltsame Angewohnheit haben, immer obendrauf gerechnet zu werden. Das heißt, wenn der Strompreis steigt, der Erzeugerpreis oder der Einkaufspreis steigt, dann steigt auch die Mehrwertsteuer anteilig logischerweise mit. Und zurzeit, wie gesagt, wird relativ viel Strom halt aus Kohle und Gas gemacht. Und dann kommt das nächste Problem beim Gas, dass die Russen so ein bisschen, nee, die haben so ein bisschen den Gashahn zugedreht. Und zwar hat der Putin, der will ja seinen Nord Stream 2 genehmigt haben. Das ist zwar verlegt jetzt, aber es ist ja noch immer nicht die Betriebsgenehmigung erteilt. Und damit die Deutschen gar nicht erst auf die Idee kommen,
dass sie da ein Recht hätten mitzureden, ob das jetzt wirklich in Betrieb geht oder nicht, hat Gazprom über den Sommer schon mal alle Gasspeicher, die denen in Deutschland gehören, warum auch immer denen die Gasspeicher in Deutschland gehören, Politik halt, haben die schön entleert, sodass da nicht mehr so ganz viel drin ist und der Winter wird ja auch, kommt ja dann auch noch und die Leute wollen ja auch noch heizen. Und wenn man dann Gas kaufen muss jetzt, wie gesagt, es gibt nicht mehr viel im Moment, dann, also für Stromerzeugung, dann ist das halt im Moment auch sehr viel teurer, als es normalerweise war. Und die Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben, gegenüber Russland, die zeigt die, wollen wir so sagen, die zahlt sich jetzt halt aus, genau. Und also auf gut Deutsch, eigentlich sind wir total erpressbar geworden und wir werden auch weiter erpressbar sein. Wie wir vorher erpressbar waren von Ölmultis, sind wir halt jetzt erpressbar von Putin. Und das hat die Politik schön hingekriegt. Und der regenerative Ausbau ist ja immer noch nicht da. Und wir haben zwar jetzt eine Wahl gehabt, aber es dauert ja noch ewig, bis sich da mal Parteien zusammenfinden. Und bis wir dann mal merken, was wir dann jetzt zukünftig dürfen oder nicht dürfen, was für uns privat am PV-Ausbau verbessert wird oder nicht, wird es auch noch eine Zeit dauern. So, also der Strompreis wird auf definitiv 2022 nicht sinken. Im Gegenteil, ihr werdet euch darauf gefasst machen können, dass gerade die niedrigpreisige Tarife haben, in nächster Zeit Post bekommen. Und sogar Preisgarantien werden eventuell aufgebrochen, weil sich das die Anbieter gar nicht leisten können, wenn die zu diesen Preisen, ich zeige es nochmal ganz kurz, wenn die hier zu 170 Euro die Megawattstunde einkaufen, aber mit, keine Ahnung, 50 kalkuliert haben. Das funktioniert halt auf Dauer nicht. Ne? Und also kann man davon ausgehen, der Strompreis steigt. Und ich schätze, dass wir langfristig oder kurzfristig schon nächstes Jahr gut bei den 35 Cent sein werden in einigen Punkten. Und wie gesagt, wir sehen das ja im Moment auch in England. In England ist auch das Problem. Die haben halt sich abgekoppelt vom europäischen Markt. Das heißt, da ist gar keine Pufferung mehr in den Preisen. Der Gaspreis in England ist nochmal höher als in der restlichen EU. Und wobei in England ja auch noch das Problem ist, dass die halt den Sprit nicht mal in die Tankstelle kriegen im Moment. Also in England möchte ich im Moment auch kein Verbrennerfahrzeug fahren. Da ist dann Strom vielleicht noch besser. Aber im Moment sind wir alle in einer ganz komischen Situation. Und alle Zeichen stehen drauf, dass es deutlich, deutlich teurer wird. Also ich gehe schon mindestens mal von den 35 Cent aus, eventuell sogar noch ein bisschen mehr. Je nachdem, es gibt ja auch noch eine Steigerung des CO2-Preises wieder am 1.1. Und wie gesagt, macht euch da auf was gefasst. Den Ganzen könnt ihr eigentlich nur entgehen, indem ihr mal unsere Ratschläge oder auch meine Ratschläge und die Ratschläge anderer YouTuber vielleicht ein bisschen mehr befolgt und endlich PV auf die Dächer baut. Also die noch keine PV haben, sollten jetzt wirklich mal Gas geben, weil das wird sehr, sehr ungemütlich im nächsten Jahr für euch. Also ich persönlich kann dem noch einigermaßen entspannt entgegensehen, weil ich ja, ich weiß nicht, ich schätze, dass ich vielleicht nur 20% meines Stromes im nächsten Jahr kaufen muss und notfalls für noch ein bisschen strenger rationierte, damit ich dann vielleicht auch noch 5% mehr irgendwo raushole, dass ich nur noch 15% kaufen muss. Das ist mir dann auch egal. Und ich möchte ja sowieso noch eine PV bauen. Aber ich kann euch allen nur raten, macht die Dächer voll. Was wir ja immer raten. Ne? Also das ist nochmal eine Aufforderung, diesen Tipp aufzugreifen und das jetzt zu machen, auch nicht mehr zu lange zu zögern. Was jetzt in der Politik kommt, werden wir noch nicht, wissen wir alle noch nicht so genau. Es wird auf jeden Fall ein Moment, wo nicht mehr schlechter werden. Also die Bremse Altmaier ist wohl raus. Und das heißt, wenn ihr jetzt plant, baut ihr sowieso wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, wahrscheinlich bei besseren Gesetzen. Wenn ihr euch jetzt Angebote machen lasst, ne, lasst euch einfach im Prinzip gleich das Dach voll planen. Auch da gibt es Probleme. Wie gesagt, im Moment gibt es teilweise Wechselrichter nicht. Also ich weiß, dass Fronius da wohl Lieferprobleme beim Symnogen hat. Und bei ein paar anderen kommt das wegen Chipmangel wohl auch. Das ist auch noch eine lustige Sache. Alu ist teuer für die Gestelle. Es ist alles teurer.
Aber wie gesagt, dann lohnt sich jetzt auch schon wieder die teurere Anlage, weil der Strompreis dann auch entsprechend teuer wird. Gut. Das soll es für heute jetzt hier gewesen sein. Mal so ein bisschen kürzeres Video jetzt. So zwischendurch, so marktaktuell. Irgendwann die nächsten Tage kommt dann auch mein Abrechnungsvideo für den September. Ich werde es dann erstmal so lassen wie die anderen Male, weil ich hatte gefragt im letzten Video. Viele haben nicht geantwortet. Die, die geantwortet haben, waren eher bei, lass es so, also lassen wir es so. Und wenn das jemand anders sehen will, dann muss er sich dann demnächst mal melden. Ich frage da auch nochmal wieder. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute die Woche und ciao, ciao.